Meeresrauschen heißt die aktuelle Ausstellung von Nicole Schwan in der Live-Galerie im 100 Wasserhaus. Nicole ist unseren Zuschauern noch gut als Mundharmonikaspielerin im Konzert von Michi Reinke in Erinnerung. Jetzt lernen wir sie auch als Malerin mit einer besonderen Beziehung zum Meer kennen. Aber eigentlich bist du ja vom Beruf nicht Malerin, sondern was machst du? Ich arbeite im Einzelhandel, bin Abteilungsleiterin bei Karstadt in Magdeburg. Seit 25 Jahren bin ich dort schon, also früher Zentrumwarenhaus. Ja, und die Malerei, das ist mein Hobby, meine Entspannung, mein Ausgleich und ja, bin im zweiten Leben, in meinem zweiten Leben ein bisschen Künstlerin. Ja, also gemalt habe ich schon immer als Kind in der Schule, habe ich das Zeichnen, das Malen für mich entdeckt, war dort eigentlich auch immer in verschiedenen Kursen an der Schule, nachher auch im Kreiskulturhaus in Wolmerstedt. So, dann 81 habe ich Abitur gemacht und dann war 20 Jahre Ruhe. Und irgendwann habe ich schon die Kunst für mich entdeckt, also das heißt, ich bin in Ausstellungen gegangen und Galerien und so weiter und fand das eigentlich ganz schön und fand es dann traurig für mich, dass ich damit eben aufgehört habe. Und irgendwann habe ich wieder angefangen in der Feuerwache, habe dort einen Workshop belegt beim Rainer Hirsch, Hirschmalerei, und das mache ich dort seit 10 Jahren, ja, und da habe ich dann halt wieder angefangen. Was interessiert dich am Meer so besonders? Ja, also ich liebe das Meer. Ich bin fast am Meer aufgewachsen. Also als Kind war ich mit meinen Eltern immer zweimal im Jahr am Meer, auf dem Darß. Und ja, Meer ist für mich Entspannung. Ich kann 8 Stunden am Wasser sitzen, ohne dass es mir langweilig wird, und kann schauen, wie sich die Farben verändern im Laufe des Tages vom Wasser. Ja, und Meer, das Meeresrauschen ist einfach Entspannung für mich. Ich vermisse so ein bisschen die riesengroßen Wellen. Nee, es ist nur das Rauschen, es sind eher die seichten Wellen, das Leise, das Harmonische, das Entspannende. Zweites Hobby ist auch Fotografie. Also wenn ich im Urlaub bin, dann fotografiere ich halt sehr viel. Und zum Beispiel dieses schwarz-weiße Bild, also das ist auch aus einem Foto entstanden. Also dann lege ich mich dann halt auch schon mal in die Dünen rein und mache ein Foto. Und wenn ich der Meinung bin, gut, das könntest du mal gut malen, das fotografiere ich dann halt auch vorher. Ich hatte schon verschiedene andere Ausstellungen, die ähnlich, die eine hieß Schwarz-Weiß und Meer, also da waren hauptsächlich schwarz-weiße Bilder und Bilder, die vom Meer handeln, oder schwarz-weiß und bunt, und man sieht es ja auch, also ich arbeite nur mit wenigen Farben, also das habe ich dann vom Rainer Hirsch, der verwendet auch nur 4 Farben, Pariser Blau, Indisch Gelb, Weiß und ein Rotton, so, und mehr verwende ich eigentlich bald hier auch nicht, außer mal noch ein Ocker, also ich habe lieber wenige Farben, damit kann ich mehr ausdrucken als mit ganz vielen Farben. Wie lange läuft die Ausstellung noch und was hast du vielleicht für die Zukunft vor? Bis zum 31. Juli läuft die Ausstellung noch, ja. In naher Zukunft habe ich vor, in 2 Wochen fahre ich wieder nach Hiddensee, also viele dieser Bilder haben ja auch mit Hiddensee zu tun oder sind Erinnerungen an Hiddensee, so, und da möchte ich wieder neue Inspirationen mir holen und neue Ideen halt auch sammeln. Meeresrauschen ist eine gemeinsame Ausstellung von Nicole Schwan mit Knut Winkelsdorf, von dem die Skulpturen stammen. Winkelsdorf ist seit 2002 freischaffender Keramiker in eigener Ladenwerkstatt im Prenzlauer Berg in Berlin. Seine Vorliebe gilt edler Gefäß- und Gebrauchskeramik und Gartenskulpturen, die er bis 1,80 Meter groß werden lässt. Geleitet wird die Galerie, die täglich bis 18 Uhr geöffnet hat, von Ina Gattermann. Also hier an dieser Stelle gibt es uns jetzt genau für ein Jahr. Also wir sind im Juni 2010 hier eingezogen. Also das Konzept ist eigentlich ganz einfach. Unser Anspruch liegt darin, dass wir ganz vielen Künstlern hier die Möglichkeit bieten wollen, sich der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Es können bis zu 12 Künstler pro Jahr sich hier präsentieren, und zwar kostenlos. Kleiner Aufruf auch an alle Künstler, dass sie sich unbedingt bei uns melden, weil wir haben hier am Standort halt den Vorteil, dass wir nicht nur Magdeburger begrüßen können, sondern tatsächlich Besucher aus der ganzen Welt. Wir können Nachwuchs fördern, wir fördern mittlerweile auch, und zwar die Deutsche Jugend- und Kinderstiftung. Wir unterstützen dort ein Projekt. Wir haben hier eine Schülerfirma, die sich hier präsentieren kann aus Magdeburg, aus Neu-Olfenstedt. Und ich finde es ganz toll, dass auch Kinder hier die Möglichkeit bekommen. Ja, ich finde es auch toll, dass die Lehrerin dieser Kinder hier aus Neu-Olfenstedt sich da bemüht, in der Freizeit wohlgemerkt, die Kinder zu begeistern. Und wir haben hier verschiedene Standorte in der Galerie, wo Produkte dieser Schülerfirma eben präsentiert werden und sogar verkauft werden. Das ist natürlich für die Kinder schön, weil über das Geld, was sie hier einnehmen, können natürlich neue Materialien wieder gekauft werden, weil sie stellen hauptsächlich Keramik her.
und das nicht mal schlecht. Also wer normal in die Galerie kommt, ist oft überrascht, dass wir hier Arbeiten von Kindern zwischen 10 und 15 Jahren sogar anbieten. Und das ist unser Teil, auch Kinder zu unterstützen und ansonsten halt auch ja, die breite Hobbykunst hier in der Region. Wir haben natürlich auch akademische Künstler, die wir hier zeigen, aber es soll halt auch eine Plattform für diejenigen sein, die eben nicht unbedingt Kunst studiert haben.